Hey, frohe Weihnachten an alle und herzlich willkommen zum Unboxing der Logitech G613. Nach 3, 4 Jahren wird es jetzt endlich mal Zeit, meine Tastatur zu ersetzen. Ich hatte ja vorher immer die Sharkoon Skiller Pro Plus. Die habe ich mir damals noch gekauft, als ich ziemlich viel gegamed habe, gespielt habe. Das, sagen sie jetzt, ist auch eine mechanische Gaming-Tastatur. Ich werde die aber vor allen Dingen ja zum Schreiben benutzen. Die hat auch keine fancy LED und so. Das ist einfach nur eine wireless mechanische Tastatur. Davon gibt es nicht so viele. Das Ganze ist, weil ich jetzt in Irland bin, UK Layout. Ich hoffe, das kann man aber auch mit der mit Windows einfach in der Software umstellen. Die wireless. Also sie ist wireless. Das gibt es bei mechanischen Tastaturen fast gar nicht. Ich glaube, Logitech ist die einzige oder mit die einzige Firma, die das überhaupt macht. Warum Wireless? Einfach, weil man mit Wireless viel mehr Möglichkeiten hat. Jetzt schmeiße ich schon mal einen Schlüssel rum. Da hat man viel mehr Möglichkeiten. Man kann sie nicht nur mit dem Computer verbinden. Und das ist halt auch eine der Gründe, warum ich auf Wireless umgestiegen bin. Die Tastatur habe ich jetzt mir zu Weihnachten bestellt, habe ich für umgerechnet 70 Euro oder so bekommen. Das waren doch 30 Euro günstiger, als es sie in Deutschland in der Zeit gab. Ich habe keine Ahnung, ob die schon mal günstiger war oder so. Packen wir die mal aus. Uiuiui. So, aber wir schauen nochmal vor auf die Rückseite. Play Advanced. Wireless Mechanical Gaming Keyboard. Ich finde das Design einfach sehr schön, weil ich mag keine, also wonach ich gesucht habe, war eine mechanische Tastatur, die, ich hoffe, das kann man gut sehen, eine mechanische Tastatur mit Multimedia Keys. Das war mir ganz wichtig, denn ich höre gerne Musik und so weiter. Ich brauche einfach meine Keys. Eigentlich wollte ich sogar noch, sozusagen, jetzt hier haben wir Makro-Tasten, aber eigentlich wollte ich noch einen externen Button, weil das habe ich mich bei der Skiller Pro Plus sehr, sehr dran gewöhnt, an eine Taste, wo ich einfach drauf drücke und den Chrome-Browser starte oder halt einfach den Browser der Wahl. Das gibt es bei mechanischen Tastaturen unter 100 Euro, gibt es das fast gar nicht. Und das hatte halt Logitech. Und dann kam halt auch noch das Wireless dazu, habe ich gesagt, so, das ist es jetzt. Lightspeed. Das ist letztendlich wird es halt doch irgendwie per, also es ist wireless, aber auch nicht ganz. Denn letztendlich packt man, glaube ich, einen USB-Adapter in den Computer, Laptop etc. Und der verbindet sich dann per Lightspeed, das ist deren Technologie, der soll halt trotzdem, ich glaube, die sagen eine Millisekunde oder so, nur Verzögerung haben. Die G-Tasten, also die Makro-Tasten, habe ich jetzt bei der Skiller Pro Plus gar nicht so viel verwendet. Ist aber schön, ist einfach schön zu haben. Und die Roma G Tactical, das sind die Switches. Über die habe ich mich jetzt gar nicht so viel informiert. Mal schauen, ob ich sie mag. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut, aber letztendlich finde ich, bei Tastaturen muss man das selbst ausprobieren, um sich davon irgendwie eine Meinung bilden zu können. Ich finde, man kann das jetzt nicht einfach so schon sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, wenn man es nicht ausprobiert hat. Bei Tastaturen zumindest. Das ist genauso wie mit dem Gewicht von Smartphones. So. Erster Karton weg. Da haben wir den zweiten Karton. Und da drin ist jetzt die Tastatur. Ui, das war doch ziemlich groß schon. So, die nehmen wir mal raus. Da ist das gute Stück. Der Karton, übrigens, falls ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr es gesehen, der Karton, den Amazon da letztendlich verschickt hat, der war kaputt. Der war richtig gedamaged. Mir fällt das ganze Wort jetzt in Deutsch gerade nicht ein, aber der war wirklich, war nicht schön. Also ich hatte echt, echt Angst, dass sie es verbockt haben da und halt die Tastatur kaputt ist. Fairerweise muss ich aber sagen, liebe Paketboten, ich habe so Respekt vor euch. Aber trotzdem, also einerseits kann ich
verstehen, wenn die so unter Druck sind und nur eine bestimmte Anzahl an Sekunden haben, wo sie ein Paket ausliefern können. Andererseits finde ich halt trotzdem, in dem Fall, dann wäre es dann mega doof gewesen. Sieht jetzt aber nicht so aus, als wäre sie kaputt. So, was ist das eigentlich? Ich glaube, das ist ein Smartphone-Halter, oder? Das wäre geil, wenn die sowas dazulegen. Weil sowas fehlt mir nämlich, oder? Oder was soll das denn sonst sein? Schau ich mal gleich, mal gucken, ob es da irgendeinen Beilegzettel gibt, der da alles erklärt. Hier ist aber nichts mehr drin. Hier habe ich alles rausgenommen. Genau, ich glaube, das ist das, ne? Das ist, mal gucken, kann ich das gut in die Kamera halten? Ich glaube, das hier drin, ist in dem Fall der Adapter dann, ne? Scheinbar, oder? Oder ist das nur ein USB-Hub-Ding? Hat das einen USB-Hub? Nee, scheint kein USB-Hub zu haben, aber... Ah, es gibt ja noch schlaue Zettel. Also, um die Tastatur zu verbinden. Ah nee, nicht Bluetooth, sondern deren Technologie. Hier unten, ja. Bin ja mal ein bisschen bescheuert hier gerade. Genau. Denn hier drin, da unten drin, ist der Adapter. So. Hier unten drin ist nämlich dann der Adapter. Boah, ich habe immer das Gefühl, irgendwas kaputt zu machen. Hier drin ist dann der Adapter. Hol den jetzt noch nicht raus, aber hier drin ist der Adapter, den macht man dann ganz einfach in den Computer rein und damit kann man das dann per dieser Lightspeed-Technologie verbinden. Und hier, das ist wahrscheinlich einfach ein Ding, was man ausklappen kann. Yep, hier kann man das ausklappen und dann ist die Tastatur höher gestellt. So, das werde ich nämlich auch mal machen, denn ich möchte jetzt mal ein bisschen ausprobieren, zu schreiben. Ah, guck mal, da Batterien sind auch schon drin. Genau, Batterien. Ich glaube, die muss man alle... Kommt drauf an, wie oft man die Tastatur benutzt, aber die muss man wahrscheinlich alle paar Monate wechseln. Das finde ich natürlich nicht so geil. Aber das ist halt den Preis, den man zahlen muss, wenn man eine Wireless-Tastatur hat. Also, das war mir schon bewusst. Aber so vom Schreiben... Fühlt sich das echt gut an. Ich muss sagen, also es ist schön leise. Ich finde es schön leise, hat aber trotzdem super Feedback. Also das ist eigentlich genau das, was ich halt gesucht habe bei Tastaturen, weil ich brauche Feedback so beim Schreiben, um halt ein Gefühl zu haben, was ich halt, dass ich irgendwas auch tue. Aber ich finde, wenn das so mega laut ist, finde ich das einfach nur störend und finde ich es auch für andere auch ziemlich störend. Deswegen, das ist eigentlich genau das, was ich haben wollte. Ihr werdet natürlich noch ein Review zu der Tastatur auf dem Kanal bekommen. Mal schauen, wann ich das dann schaffe. Ich werde da jetzt erstmal, ich finde, eine Tastatur muss man ein bisschen länger benutzen, um auch wirklich was sagen zu können. Ich gehe jetzt mal von zwei, drei, vier Wochen aus, in der ich die Tastatur jetzt wirklich intensiv nutzen werde. Und dann werdet ihr dazu ein Review bekommen. Was das ist, weiß ich immer noch nicht. Also da stand jetzt auch nichts wirklich drin. Ich mach mal hier das Plastik ab. Es wäre natürlich schön, wenn es ein Smartphone-Halter wäre. Und ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass es irgendein nettes Gimmick ist, was die da dazugelegt haben. Weil ich wüsste sonst nicht, was das sein soll. Weil, also ich weiß nicht... Ist das irgendwas, was man hier ranmachen kann oder so? Weil sonst hat es ja mit der Tastatur nichts zu tun, oder? Also davon gehe ich jetzt mal aus. Hier, sonst eigentlich immer so ein... Gibt es immer ein schlaues Buch mit dabei, was einem alles erklärt. Hier jetzt scheinbar nicht. Auf den Produktbildern hier ist ja auch nichts drauf. Deswegen, keine Ahnung, was das ist. Ob das irgendein nettes Gimmick ist, wo man sein Smartphone reinpacken kann. Wäre natürlich cool, weil sowas habe ich nicht. Und sonst liegt das einfach nur immer dumm rum.
Ja, im Karton gibt es auch nichts mehr. Deswegen würde ich mal sagen, das war's mit diesem Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Warum Wireless? Einfach, weil man mit Wireless viel mehr Möglichkeiten hat. Jetzt schmeiße ich schon mal einen Schlüssel rum.